Nochmal eine Übungsaufgabe. Und zwar wollen wir mal von einer bestimmten Funktion ein Viertel mal Wurzel aus, also Quadratwurzel aus x hoch 3, wollen wir mal die Bogenlänge bestimmen. Und zwar gerundet erst und dann genau im Intervall von 0 bis 4. So, Leute, macht euch ein Bild. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dann kann man schon mal besser, 10-mal besser schätzen. Und deswegen Vorschlag, ich halte jetzt das Video an. Ihr macht euch eine Skizze. Und dann vergleich mal, wie so richtig ist. Ich erkläre dann aber immer wieder dazu. Okay, ich mache jetzt Pause, drückt die Pausetaste, macht es selber auch. Na, habt ihr es auch so? Also die rote ist es, ne? Die x hoch 3 Funktion, das ist ja eine Überlagerung. Also ich kann das ja auch umschreiben als ein Viertel mal x hoch 3 halbe, ne? X hoch 3 und die Wurzel wird immer als halbe dargestellt oder Drittel, je nachdem, welchen Grad die Wurzel hat. So, das wird also eine Überlagerung aus diesen Funktionen sein. Achtung, die x hoch 3 Funktion geht durchaus im negativen Bereich sehr gut, aber die Wurzelfunktion, die normale Wurzelfunktion hier jetzt nicht. Und da die sich überlagern, wird das Ding ungefähr so aussehen. Denkt man. Das ist ja der Trick. Wir müssen bei dieser ganzen Geschichte, ich mache die mal weg, müssen wir was berücksichtigen. Am besten, man macht da ganz schnell eine Wertetabelle. Und zwar x und die y-Werte und setzt mal typische Werte ein. Also, ich setze mal 0 ein. Ein Viertel mal Wurzel aus 0 und so weiter passiert nichts. Okay, da wird sie anfangen. Aber wie geht sie jetzt weiter? Geht sie so weiter wie die grüne, oder? Und jetzt eine 1 einsetzen. 1 mal 1 mal 1 bleibt 1, die Wurzel raus ist wieder 1. Ein Viertel, aha. Ein Viertel, also 0,25 kommt da bloß raus. Also sieht das hier ungefähr so aus. Bei 1 liegt sie hier. Nicht hier wieder rote Strich. Den lasse ich jetzt aber mal. So, und jetzt nehmen wir 2. 2. 2 mal 2 mal 2. Ja gut, aber die Wurzel aus 8 ist wieder schlecht. Ne? Das ist wieder, nehmen wir 3. 3 mal 3 mal 3 und daraus die Wurzel. Ne? 27, daraus die Wurzel. Aber 4 müsste gehen. Denn ich kann ja auch erst die Wurzel ziehen und dann hoch 3 rechnen. Also, die Wurzel aus 4 ist 2 und dann 2 hoch 3 ist 8. Aha. Und schon haben wir den nächsten charakteristischen Wert. Also wenn wir, was sagte ich, 4 wollte ich ja einsetzen. So, 2 war ja nichts, 3 war ja nichts. Und schon hat man diesen Punkt hier. Und jetzt kann man das nochmal weiter treiben. Der Kurvenverlauf wird komischerweise so aussehen. Das wird die 1 Viertel x hoch 3 halbe oder so ausgedrückt Funktion sein. Wenn wir das haben, dann können wir schon mal abschätzen und sagen, naja, mein Gott, irgendwie, das sieht ja sehr linear aus. Hier unten ist es ein bisschen krumm, aber ansonsten scheint es dann immer linear zu steigen. Und jetzt kann man einfach mal schätzen und sagen, naja, also wenn ich mir mal erlaube, hier ein Steigungsdreieck einzumalen, also von hier bis hier, ne, das geht ja sowieso bloß von hier bis hier und das sieht noch immer gerade aus, dann habe ich noch eine Steigung von 4 auf 2. Ach Mensch, ein Steigungsdreieck, na ideal, das ist doch immer rechtwinklig. Dann kann ich sagen, naja, das ist auch nicht schlimm. Ich sage einfach, das hier, die Länge, die wird sich doch aus dem Pythagoras ermitteln. Also ich werde hier oben links anfügen, wer nochmal Pythagoras sich angucken will und so weiter. Oder wie mit Wurzeln oder sonst was umgerechnet wird. Beobachtet immer das i, was hier oben in diesem blauen Feld erscheint. So. Das heißt, 4 mal 4 ist 16, oh, bei uns ist ein Gewitter. Und 2 mal 2 ist 4, aha. Und daraus die Wurzel, also Wurzel aus 20, L wird also rund 4,5 sein. Ne? Wurzel aus 20. Das erst zusammenzählen, nicht wieder einzeln Wurzeln. So, so ungefähr wird es sein. Und damit hätten wir schon mal ziemlich gut gerundet, wie viel muss rauskommen, wenn ich genau rechne. Und jetzt sind wir beim nächsten Schritt. Wir dürfen nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, wir müssen jetzt das Integral anwenden. Allerdings müssen wir, na, ich zeig's mal. Ich mache mal kurz Pause, schreibe die allgemeine Formel auf und so ein paar kleine Schritte, damit wir hier Zeit sparen. So, die allgemeine Formel heißt ja mal, ich muss das Integral von unterer Grenze bis oberer Grenze, u und o habe ich deswegen rangeschrieben, bilden. Und zwar über die Wurzel aus diesem Kram. Das ist die allgemeine Formel, die steht in jedem Tabellenwerk oder Tafelwerk, wie das auch immer heißen mag. Achtung, die meisten Schüler machen den Fehler, dass sie dieses Quadrieren vergessen und die Ableitung selber zu bilden. Also,
Das war die normale Formel, die wir bisher hatten. Abgeleitet, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, wie man die ableitet. Schreibt sie euch nicht mit Wurzeln. Das geht so besser mit hoch 3 halbe. Dann kann man nämlich schön die Exponenten abziehen und so weiter. So, und ich habe das jetzt extra nochmal mit Rot gekennzeichnet. Ich muss den ganzen Kram erst hier reinschreiben. Also 3 Achtel, x hoch 1 halb, in Klammern hoch 2. Und jetzt vereinfachen wir das mal noch ein kleines Stückchen, damit wir dann. Wir müssen nämlich dann blöderweise eine Art Kettenregel anwenden, also mit Substitution. Ist aber nicht schlimm, gehe ich auch hier nicht drauf ein, dauert dann zu lange, könnte dann hier wieder gucken, gibt es hier oben entsprechende Links, wie man substituiert. Aber das müsste man eigentlich können. So, das heißt hier, diesen ganzen Kram, den werde ich jetzt abschreiben und zwar wird dann Folgendes rauskommen. Ich mache nochmal kurz Pause. Habt ihr den Term so vereinfacht? Also nicht mit Wurzel schreiben, sagte ich vorhin schon. Achtung, dann nicht vergessen, den ganzen Kram hoch 1,5 zu setzen. Das ist nämlich der Wurzelausdruck. So, und jetzt haben wir hier eine verkettete Funktion. Also wir müssen substituieren. Zeige ich jetzt nicht. Rauskommen muss was anderes. Macht das mal. Oder, ach warte, ich schreibe es mal gleich hin. Also, das wird dann sein, und zwar. Ein 100-Achtel, blöderweise. Ich mache jetzt nicht diesen ganzen Kram hier extra, weil das wird zu viel. Hoch 3 halbe, oh, 3 halbe und dann plus C. Na, so, und den ganzen Kram in Grenzen von 0 bis 4. Das C nicht vergessen. Es wird sich dadurch, dass wir von der oberen die Untergrenze abziehen müssen, sowieso erledigen. Der Rest ist jetzt Schreibarbeit. Das heißt, ihr macht jetzt das Integral mal fertig, rechnet das mal aus. Einmal 0 einsetzen, nicht vergessen. Einmal 4 einsetzen, nicht vergessen. Und die Cs können wir dann weglassen. Ich mache wieder Pause. Ihr guckt, ob ihr es richtig habt. Wie das mit solchen Substitutionen geht, mache ich hier wieder einen Link. Ne? Wie das funktioniert. So, aber jetzt sind wir soweit und jetzt können wir den ganzen Kram praktisch mit Leben erfüllen, sprich das X jetzt ersetzen. Ich mache Pause, ihr auch. Setzt es ein und dann werde ich nochmal 3 Worte dazu sagen und dann ist fertig. So, ich hoffe, ihr habt es auch genauso. Also ganz pures Einsetzen hier, das hier mit den Xen erfüllen. Hier 9 mal 4, 9 mal X und 9 mal 4. Hier 9 mal 0, ich habe es nochmal hingeschrieben. Leute, schreibt ruhig eine Zeile mehr, das schadet nicht, denn man entlastet das Gehirn, man muss da nicht weiter rechnen. Das hier ist ja zum Beispiel 100, ne? So, 100, ich kann auch erst die Wurzel rausziehen, ist 10. 10 mal 10 mal 10, 1000. Hier, 64. 9 mal 0, okay, da bleibt die 64 stehen. 64, daraus kann ich zuerst die Wurzel ziehen, ist 8. 8 mal 8 ist wieder 64, mal 8 ist 512. Das kann man sogar fast im Kopf. Jo, und dann sage ich, ich habe eben 108, ein 108 mal 1000 und ein 108 mal 512. Kann ich auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben und das lässt sich dann tippen, das ist nicht das Problem. Problem. Und herauskommen 4,518 Längeneinheiten. Naja, da denke ich mal, habe ich gar nicht so schlecht geschätzt. Ne? Was hatte ich gesagt? Wurzel aus 20 ungefähr 4,5. Das liegt daran, dass wir hier so einen ziemlich linearen Anstieg haben. Nebenbei nochmal ein Tipp. Wer Lust hat, der kann auch mal bei Google ganz einfach so eine Formel eingeben und findet sofort den Graphenverlauf als Suchergebnis. Finde ich gut. Ja, ich denke, dass das genügen müsste als Übungsaufgabe. Vielleicht mache ich dann noch eine zweite und setze sie rein. Aber es war jetzt ausführlich genug. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen, würde mich freuen. Oder ein Kommentar oder beides oder was weiß ich. Also, macht's gut. Viel Spaß beim Üben fürs Abi. Tschüss.